das, was wir in den letzten zwei Tagen zunehmend haben sich entwickeln sehen und was ich Ihnen auch mehrmals mitteilen durfte, hat sich bewahrheitet. Wir haben gestern in einer Akutsituation den Herrn Bundespräsidenten übernommen und bei uns auf der Intensivstation betreut. Gestern ist die Situation primär stabil gewesen, doch in den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages, des 6. Juli, ist es in weiterer Folge zu einer Verschlechterung gekommen, von der wir Sie informieren durften. Diese war bis um etwa 12.30 Uhr, 13 Uhr zunehmend problematisch, hat sich so dann stabilisiert und war eigentlich bis etwa 21 Uhr, 22 Uhr in völliger Unverändertheit ruhig. Dann ist es jedoch zu einer weiteren Verschlechterung des allgemeinen Zustandes gekommen und es ist letztlich um 23.33 Uhr der Bundespräsident im Kreis seiner Familie verstorben. The President, Dr. Thomas Klestil, has died on July 6th at 11:33 p.m. due to a continuing deterioration of his inner organs following a sudden cardiac arrest which occurred in the early morning of July 5th. After a very dramatic incidents of his arrhythmia or of his the stop of his heartbeat, he was admitted to the intensive care unit of the Department of Internal Medicine number one, and was stabilized primarily, unfortunately, in the morning of July 6th. His organs have further deteriorated until around noon, but stabilized afterwards until about 10 p.m. July 6th, and further deteriorated due to a multi-organ failure until the president unfortunately died at 11:33 p.m. Thank you. Ich habe heute eine Koalitionsregierung von ÖVP und FPÖ angelobt. Heftige innen- und außenpolitische Diskussion. Auf Ihren Vorschlag genannt worden sind, wünsche ich für Ihre verantwortungsvolle Arbeit im Interesse der Republik I would tell them that Austria is a democracy. Austria is respecting human rights. And if you come